kriegsgeschüttelten Afghanistan zusammen. Ein kleiner Lichtblick in den Wirren des Krieges. Starallüren hat Rohullah keine bekommen. Er ist immer noch der einfache Junge, der sich in seinem Stadtviertel wohlfühlt. Unser lieber Rohullah ist ein guter Junge. Er wohnt seit 3 Jahren hier im Viertel. Wir sind stolz auf ihn. Er ist ein toller Sportler. Rohullah ist unverheiratet. Er lebt mit seiner Familie in einem einfachen Haus am Rande von Kabul. Auf der Straße wird er jetzt von allen begrüßt und gefeiert. Sie grüßen mich und wollen mich fotografieren. Sie sind alle sehr freundlich zu mir. Bei seiner Rückkehr aus Peking wurde das olympische Team in Kabul begeistert empfangen. So viel Freude und Begeisterung hat man hier lange nicht mehr gesehen. 5000 Menschen waren im Nationalstadion versammelt, um ihren Helden Rohullah und weitere Sportler zu feiern. Taekwondo haben die Afghanen in den 70er Jahren für sich entdeckt. Mit den Filmen von Bruce Lee und einem amerikanischen Lehrer in Kabul hat alles angefangen. Heute ist Taekwondo der Sport Nummer 1 in Afghanistan. Mit 25.000 eingeschriebenen Vereinsmitgliedern. Gulana Rabani ist der Vorsitzende des afghanischen Taekwondo-Verbandes. Als der afghanische Sportler die Medaille gewonnen hat, gab es im privaten Sektor und sogar bei einigen Regierungsmitgliedern begeisterte Reaktionen. Aber keiner hat den Verband direkt beglückwünscht. Ich hoffe auf weitere Medaillen und dass der Verband dadurch mehr Bedeutung bekommen wird. Rohullah ist Mitglied der Volksgruppe der Hazara. Das turkmenisch-mongolischstämmige Volk macht 10% der Bevölkerung aus. Die Hazara sind schiitische Moslems, eine Minderheit im sunnitisch geprägten Afghanistan, die von der Mehrheit abgelehnt wird. Ich sehe mich nicht nur als Teil der Hazara-Ethnie. Ich fühle mich in erster Linie als Afghane. Die Medaille, die ich gewonnen habe, ist für mein Land, Afghanistan. Sie gehört nicht mir allein. Der afghanische Präsident Hamid Karzai hat dem jungen Sportler zur Belohnung ein Haus geschenkt, in das er bald einziehen wird. Außerdem hat er Geldspenden in Höhe von $30.000 erhalten. Die Krönung aber kam von einer privaten Firma aus Dubai. Dieses Auto hat mir ein Privatunternehmen geschenkt. Ich freue mich sehr darüber. Ganz herzlichen Dank dafür. Was meinen Sie? Das ist doch ein tolles Auto, oder? Das Auto ist jetzt also da. Und das Haus? Bisher habe ich nur das Auto erhalten. Das Haus, das mir der Präsident versprochen hat, habe ich noch nicht. Aber das wird bestimmt nicht mehr lange dauern. Mit seiner Medaille hat sich Rohullah ganz nach oben gekämpft. Immerhin hat er den spanischen Weltmeister im Taekwondo besiegt. Das war dein bester Kampf. Bravo! Jetzt träumt Rohullah von den Olympischen Spielen 2012 in London und von der Goldmedaille. Nicht für sich, sondern für sein Land Afghanistan. Und genau dorthin kehren wir auch nächste Woche wieder zurück. Dann allerdings geht es nicht um Medaillenhoffnungen, sondern um die Hoffnung auf ein Ende des Normalzustands Krieg in Afghanistan. Während in Deutschland und Frankreich nach den vielen Todesfällen unter den ISAF-Soldaten heftig darüber gestritten wird, ob, wo, wie stark und wie lange unser Engagement am Hindukusch noch dauern soll, haben unsere Reporter die französischen Truppen dort begleitet. Und sie wurden selbst Teil eines gewalttätigen Zwischenfalls, wie inzwischen fast täglich gemeldet wird.
Dies und mehr also nächste Woche. Dann wieder mit meiner Kollegin Nathalie Georges. Haben Sie eine gute Zeit bis dahin. Merci et à très bientôt.